Trägst du gar keine Unterwäsche? Ich bin im Urlaub, das ist eine Badehose. Es ist schwerer, als du denkst. Meine Eltern glauben es noch nicht mal. Du hast es ihnen vor 5 Sekunden erzählt. Die wissen ganz genau, dass ich nie mit einem wie dir was hätte. Du hattest in deinem ganzen Leben nur einen Typen. Jonathan ist besser, als du je sein wirst. Trotzdem hast du ihn verlassen. Warum nochmal? Eigentlich erfüllt er doch all deine Ansprüche. Na klar, du kennst meine Ansprüche nicht und wirst du auch nie. Lass uns bitte was überlegen. Okay. Wir könnten uns gegenseitig das Gesicht ablecken. Die glauben eh alle, dass sie uns verkuppelt haben. Nein, das ist übertrieben. Wir brauchen was Subtileres. Etwas Glaubhafteres, das nicht wie so eine Aufreißer-Abschleppnummer rüberkommt. Du nennst mich immer Aufreißer, als wäre das was Schlechtes. Aber ich stehe dazu. Lass uns liebevoll sein. Ich weiß, das ist für dich ein Fremdwort. Ich kann liebevoll sein. Liebevoll wie Sau. Warum haben deine Eltern bloß Jonathan eingeladen? Jetzt muss ich einen Tisch finden, wo er hinpasst. Was ist mit Bee? Nein, keine Sorge, Bee sitzt an unserem Tisch. Nein, das meine ich gar nicht. Aber weißt du, sie ist durch die Trennung gerade ziemlich am Boden. Und ich weiß nicht, was mit der Uni los ist. Sie redet darüber gar nicht mehr. Ich setze ihn, glaube ich, zu den Cousinen. Claudia. Sehr gut. Komm. Ach du Scheiße. Oh, wow. Seht euch das an, Leute. Ah, Träumchen. Ja. Wunderschön. Wow. Ich hab doch gesagt, es lohnt sich. Mann, ist das toll. Oh, wow. Wow. Traumhaft schön. Wir sind da. Spürt die Ruhe. Ziemlich spektakulär, hä? Überwältigend. Oh. Okay, Showtime. Wow. Seht euch das. Das ist ja so romantisch. Ach, na schön, jetzt schnuffel mein Hals. Okay. Randa. Scheiße, bist du klein. Sag der Größte unter den Zwergen. Oh, bist du kitzlig? Ist bloß gespielt, klar. Spielst du ein Kleinkind? Oh, ist gut, reicht doch auf. Fühl mich an, fühl mich doch an, du kleine Bitch. Auf! Ich übernehme das. Erbitte Erlaubnis, meine Hand auf deine Pobacke zu legen. Erteilt. Zu doll. Entschuldige, wir wollen überzeugen. Nicht so kreisen, das ist keine Wunderlampe. Was? Okay, jetzt spielst du gerade Bob It. Ich war noch nie zu Showzwecken an dem Hintern. Eindeutig, ich mach das. Trägst du gar keine Unterwäsche? Ich bin im Urlaub, das ist eine Badehose. Aufpassen, Gletscherspalte. Wie ist das? Ganz nett, das ist aber nicht so drücken. Vielleicht, wow, Einbahnstraße. Tut mir leid. Okay, rausziehen. Versuch du's. Ich soll meinen Finger in den Arsch stecken? Wen soll ich damit überzeugen? Ach so, bei dir. Okay. Na gut, großer Gott, das ist ja wie gepresst und vakuumiert. Wie bist du da reingekommen? Oh, ist das eng. Oh, ich halte sanft das Babyvögelchen. So ein Mist. Jetzt haben die das gar nicht gesehen, oder was? Hast du da einen Leberfleck auf deinem Hintern? Nein. Wirklich nicht? Ich fühle aber was. Kein Leberfleck. Was zum Geier? Was zum Geier?